Das ist auch eine Gulla oder muss er gleich poppen? Ich bin der liebe Gott. Der hat zuvor seinen Arschloch verliert. Hier sind die Brände. Die Trümmer eines gewalttätigen Tages. 1. Mai in Kreuzberg ist ein Scheißdreck dagegen. Das ist Hemeln am Ende vom Vater. Dagegen gesprochen und immer noch andere Themenmöglichkeiten, die wir halt eben auch im Rahmen von öffentlichen Verlässlichkeiten reinzapfen können. Ja, unser Martin heißt seitdem Gary Knetemanns. Also er weiß genau, wo die Kohle steckt. Morgen Nulle. Morgen zusammen. Alles frisch an Bord. Alles frisch, abmarschbereit. Ja, also dass ihr so pünktlich seid. Für eine 30-Kilometer-Wanderung. Punkt um. Punkt um. Ja. Das Motto, schöne Männer hart am Glas. Nee, erstmal eine Kaffeetasse. Ja, ich will auch schon ein Frühstückskorn-Intus. Er hat die Schuhe von seinem Vorgänger steht. Die Schuhgröße 46 und er hat nur 43. Und hatte auch wohl sein Handy nicht dabei. Ja. Darüber hat er sich wahrscheinlich am meisten geärgert. Und dann hat er von zu Hause aus angerufen. Er hat auch bei mir versucht. Ja. Und er war wahrscheinlich warum eher sauer über das Brot. Das ist ja lecker, du. Muss ich auch sagen. Das ist super, ne? Das. Ubi hat der Beate erstmal ein schönes Brot mitgebracht aus der Rhön. Sauferei. Moin. Ach, ist ja schön. Leute, ist ja schön. Ach so, das machen wir jetzt einmal im Jahr. Wir treffen uns einmal im Jahr hier irgendwo, egal, hier in Bonn oder was weiß ich was. Ne, und, ich hab einen Bullerbau. Ehrlich, jo. Oh, da, das würde ja passen. Und auch so. Mhm. Was? Okay. All diese... Geht's denn hier nochmal rum? Wie schmeckt's euch? Ja, bitte. Wir müssen hier einen vorlegen. Ja, und dann... Was ist mit der Milch? Ja, hervorragend. Die Milch. Der Beweis. Ruby hat ein Glas Milch getrunken. Jawohl. Und das ist Roggen. Jetzt gibt mal dem Kind das Milchglas. Nee, nee. Wo ist der Kleine? Gib das Kind. So. Apfelsaftschorle. Kein Bier. Schnell weg zum Bier. Und du? Binding. Apfelsaft. Kein Bier, aber ein Pilz. Ein Pilzbier. Cheers. Cheers. Cheers, Matthias, würde eins jetzt sagen. Prost. Jetzt hast du es gesagt. Sehr zum Vollsein. Prost. Prost. Vollsein. Jeber vor Jeber. Das gibt es auch auf Rügen in meiner Pension. Die haben das auch. Ist so super. Mein Bruder hat auch eine, die leicht zu merken ist. Ja. 0172, er ist ja bei Vodafone, ja. Mannesmann. Ja. Pannemann. 0172 45 45 577. Ja, auch einfach zu merken. Ähnlich wie deine. Ja. Muss ich auf die, nee, geht das auf die andere Seite? Fenster auf!
besten. Was? All diese Biere. Ich dabei. Habe ich getrunken. Nein. Nicht. Hast du auch mit Waschbecken? Nee. Nochmal. Nochmal. Ja. Mit Wurstbrot die erste. Lecker. So, das machen wir jetzt nach 2 Stunden lang, dann bist du satt. Das wird dann wieder ins Netz gestellt morgen, wie ich Hubi kenne. Genau. Oh, lecker. Lecker. Schön. Kann man machen. Fast wie ein Orgasmus. Das Essen alles wieder raus. Die Klappe rein zuerst. Ich kann doch runter. So, jetzt nochmal. Ich hatte eben gesagt, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer keine Gabel hat, isst mit den Fingern. Ja, und jetzt ich in Großaufnahme, Hallöchen. Was war mit Cola? Nee, jetzt nicht. Ich esse jetzt. Wenn der gefilmt wird, sagt er dann nicht, der Penner. Angola könnte ich mich stolz auf. Nein, die andere Cola. Nee, die andere Cola wollen Sie gleich machen. Was, Vida Cola oder Club Cola? Ja, ist ja gut, mein Pfeffer. Gott. Pfeffer. Ab direkt da rein. Steck doch die Linse da rein. Schorsch hat das mal von unten genau gefilmt. Boah. Mit aber die halbe. Das schieb mal rein in den Mund. Werbefilm. Die Messer sind stumpf, ich prangere das an. Naja. Ja, das muss jetzt hier auf die Liste. Weiter. Das Messer kommt auf den Kinn. Lecker. Oh, es wird merklich weniger. Lass dir mal was anderes einfallen aus. Außer lecker. Wir müssen was anderes. Wir müssen alle wieder nach Hause. Deliziös. Superb. Wunderbar. Einfach nur nicht delikt. Oder Gaska. Ein lieber Schwan. Ja, es wird warm. Jetzt muss ich jetzt weg. Das ist nicht zu heiß gegessen. Hau weg, die Schreie. Ja, muss ich auch sagen. Einfach schön. Ich hatte ja noch gesagt, wenn das. Achtung, Paulanas. Paulana im Anflug. Bundeskanzlerwitz. Meier sitzt im Büro, klebt ihr Telefon. Er geht dran. Meier hört eine Stimme. Oh, da habe ich mich verwählt. Sagt Meier, haben wir das nicht alle? Außen nur Kännchen eigentlich. Oh. Ja, ein Kännchen bitte. Außen nur Kännchen. Ein Kännchen, 2 Tassen. Ein großes Kännchen, also für 2. Und 10 Tassen. Ich hätte gerne eine Kiste. Außen nur Kännchen. Aber eiskalt. Immer hoch. Eiskalt und alle geöffnet. Und das für 1,40 €. Nicht eine Pfandpacke. 1,50 €. Du brauchst kein Foto machen, film doch gleich. Guten Tag. Ja, lass ihn doch bummeln gehen. Ist doch kein Problem. Ich sag nur 25 Mal Optical. Ja, die Wiese ist frei hier, die ich da für FKK freigegeben habe. Die Wiese ist frei. Was ist das Bier, Fanta Cola, Spreite? Herr Doktor filmt schon wieder. Bin ich jetzt, komme ich jetzt im Fernsehen? Cola. Ja. Achtung, hier. Komme ich jetzt im Fernsehen? Auf Schorsch. Eine Schlanze trifft einen Typen in der Kneipe und sagt, hör mal, willst du ficken? Angola könnte ich nicht stolz sein. Bei mir oder bei dir? Da sagt die Schlampe, wenn du so kompliziert machst, dann ist das auch eine Gola oder wollen wir gleich poppen? Drauf, ja. Bitte nicht Cheers. Wegschneiden. Boah, Schorsch ist auf der Seite schon total rot. Schnitt. Ja, deswegen sag ich ja hier. Du musst dich mal wenden. Du musst hier, dieses Öhrchen hier. Ein halbes Hähnchen wird ja auch gedreht. Was sagen Sie dazu? Ja. Na, also das in der Einfachheit liegt die Wahrheit. Bei Hubi ins Gästebuch, ne? Habe ich mal einen Witz aus dem Bäckereifachhandwerk geschrieben. Ah, ein Typ, Bäckerblume. Ja, Typ hat Erektionsprobleme. Ein Mann hat Erektionsprobleme und geht zum Urologen. Da sagt der Urologe, ist überhaupt kein Problem. Wenn sie ordentlich Vollkornbrot essen, dann geht das wieder. Da geht der Typ dann zum Bäcker und sagt, ich hätte gern 4 Pfund Vollkornbrot. Da sagt die Bäckerei-Fachwarenverkäuferin, was wollen Sie denn mit 4 Pfund Vollkornbrot? Da wird Ihnen ja die Hälfte hart. Ach so, sagt er, dann nehme ich 8 Pfund. So, jetzt kommst du. Der ist gut. Kollege. Der war gut. Der war echt gut. Ich wollte ja auch mal ins Bier. Ja. Warte, ich reise nur ein Schiff nach nirgendwo. Ja. Stößchen. Ja. Will ich nicht immer essen und trinken? Ja, genau.
Hier, nee, das immer auf den Georg. Das ist ein dummes den Zeug hier, ganzen, diese alte Kamera da. Die Blödsinn da. Blödsinn. Ich hatte Kameraverbot erteilt. Hatte ich oder hatte ich nicht, genau. Arsch und see you later. Den ganzen Tag glotzt du die ganzen Weiber da. Mit der Kamera. Und jetzt filmst du uns wieder. Ne? Ich filme nur Eier. Ja. Scheiß Kamera, du. Ah. So was habe ich all die Jahre mit dabei hier noch. Dieses beschissene Flöckchen. Er packt das alte Kamerateil da. Ja, ich, nee. Ein Schrammax habe ich bestellt. Ja, ist er. Ist er doch. Ja, aber mit Mettwurst. Nicht ein Eierbrot. Mettwurst gibt's nicht mehr. Ist aus. Hat die Kuchen also, falsch verstanden. Hat keiner ein Eierbrot bestellt? Nein. Nee, Mettwurst ist nicht aus, oder was? Doch, ist alle. Pack die Kamera da weg. Die Mettwurst ist alle. Pack ich die Seite rein da. Plünder da. Der kommt, glaube ich, in Leipzig wieder. Einfach, bin's ja. Ja, ist so Helena. Ja, Helena, Galina. Er sitzt auf seinem Pröntchen und. Die Augen ab. Die Augen ab. Wir sind so weg hier. Denke ich auch, Heinz. Oh, ich bei so einer Rechnung. Warum das denn? Wir müssen gleich ins Bett. Mach doch was Vernünftiges. Mach einmal in deinem Leben was Vernünftiges. Was ist das für eine Einrichtung? Einmal. Ich heiße Heinz. Ich bin Heinz. Hoffentlich alle. Sehr zum Vollsein. Ah, da ging der Schatten. Sehr zum Vollsein. Arschloch versichert. Prost. Die Trümmer eines gewalttätigen Tages. 1. Mai in Kreuzberg ist ein Scheißdreck dagegen. Das ist Hemeln am Ende vom Vatertag. Gammeliges Bier, zerstörte Urlaubsidyllen. Guck dir das an. So weit ist es mit diesem Land gekommen. Manneken Piss. Hat's aber eine Prostata. Ich kriege einen Föhn hier. Wir wollen keine Stufe Auskunft. Hinrich! Wir wollen Kredite ohne Auskunft. Ne? Auskunft ist mehr gut. Und überhaupt. Wir sind limited. Limited, ne? Limited. Fakten. Genau. Endlich mal sachlich werden wieder heute. Mir reicht's. Eben, ganz genau, oder? Wir kennen das von unserem Herrn Mark Ford. Ja, absolut. Ficken. Rubi hat nochmal den letzten gewaltigen Furz da hinten abgelassen. Schorsch, der ist ja sowas von blau, ne? Ist der nicht blau? Schorsch sitzt jetzt in Hubis Mief und freut sich. Ist der nicht blau? Witzig. Hier riecht's nach Stammer Max. Toll. Alpha-Bibsch. Es sind nur noch 3 Minuten am Band. Bin ja lieb, mein Gott. Jetzt. Leg mich am Arsch und see you later. Echt? Leg mich am und Arsch. Und scheint die Sonne aus dem Arsch. Nee, uns geht's gut. Nee, das haben die am Nachbartisch gesagt. Uns scheint die Sonne das aus. Das habe ich gestern schon gesagt. Was hatten wir für eine Zeche? 299 Euro und wir haben auf 215 Euro erhöht. Also mit anderen Worten, 30 Euro Trinkgeld gegeben. Schiss in der Wumms. Und einer ist hier immer am Pupsen hier ohne Ende und wir wissen nicht wer. Aber das sind faule Kredite. Man munkelt hier. Halb bekleidet. Ich finde, dass du heute abgemacht hättest. Wunderbar. Bitte was? Dreifachväter. Also Dreifachväter? Ernsthaft. Ja, aus dem Hardrock-Café immer noch hier so. Also von daher. Na, ich wohne müssen wir nicht. Was, du sind welche am Poppen drauf oder was? Ich verroste und verkalke, ich gehe immer noch auf Schalke. Ja, ist ja gut. Ob ich erlahme und er grau, ich liebe Königsblau. Ich bin eine fette Sau. Bruce Springsteen, Donnerstag. Hast du das gehört? Let's go, Schalki! Bam, bam, bam. So, jetzt guck mal rein hier in die Kamera. Hau rein! Na guck doch mal, mach mal den Kopf in den Nacken, wir wollen deine Augen sehen. Kopf in den Nacken, Stirn in den Nacken nur. Projaka und so weiter. Alkoholika mit seinen Freunden. Schnaps und Schnaps. Maria Kron war auch dabei. Nein, jetzt setzt er ab hier. Leider Gottes war Clara Sprudel nicht mehr dabei.
Alles klar, Mann. Wir übernachten dann halt eben bei euch auf dem Hof. Wo ist der Hof denn hier im Dorf? Ungefähr fünf Minuten von wo ist der Anteil? Oh, da darfst du dich aber mit mir gar nicht unterhalten, oder? Ich bin reiner Alkoholführer. Scusi, reiner Alkohol kenne ich auch, aber reiner Grenadier. Alle Hälse sind nein, schon! Raus, Schände, Messestäche. Schorsch, nur komm! Schreit doch nicht so durcheinander hier. Entschuldigung, dass ich geboren wurde. Der Messestäche. Wow, war sehr schön. Hat uns wunderbar gemacht. Oh, Martin, Spiegelbrille ist nicht entspiegelt. Mein Herz nicht entspiegelt. So, ich hab jetzt hier so ein schönes Sponsorenfestchen hier. Super gut! Absolute Spitze! Da musst du Nummern ziehen. Ich guck mal, ich hier hoch. Wir senieren. Das ist ein Workshop, der Senierer. Die Musik da drin, ist dermaßen laut. Kacke! Mann. Also, ja, wir wollten hier halt eben senieren. Das ist ein Workshop. Hier war ja auch laut. Und, hält noch mal. Sind die Tänzerinnen? Ja, guck mal rechts, guck mal links. Ja, keine Tänzer. Der lacht da nicht. Ihr blöden Tussen da hin. Guck mal da gleich hin. Das ist wie beim Asterix. Wo bleiben die Tänzerinnen? Hier. Guck mal da rüber. Na. Martin, ich hatte Hessenverbot erteilt. Oh. Schau dich immer ein in den lauten Jahren. So eine Gulla oder muss er gleich poppen? Bin ja lieb, mein Gott. Der hat zuvor seinen Arschloch verliert. Die Trümmer eines gewalttätigen Tages. 1. Mai in Kreuzberg ist ein Scheißdreck dagegen. Das ist Hemeln am Ende vom Vatertag. Gammeliges Bier, zerstörte Urlaubsidyllen. Guck dir das an. So weit ist es mit diesem Land gekommen. Manneken Piss. Also wir wollen keine Stufe Auskunft. Hinrich, wir wollen Kredite ohne Auskunft. Ne? Auskünftiges mal rum. Und überhaupt. Wir sind limited. Limited. Ne? Limited. Fakten. Genau. Endlich mal sachlich werden wieder heute. Mir reicht's. Eben, ganz genau, oder? Wir kennen das von unserem Herrn Mark Ford. Ja, absolut. Ficken. Da muss man gleich poppen. Bin ja lieb, mein Gott. Der hat zuvor seinen Arsch noch verliert. Die Trümmer eines gewalttätigen Tages. 1. Mai in Kreuzberg ist ein Scheißdreck dagegen. Das ist Hemeln am Ende vom Vatertag.